Ich soll gleich losreden. Aha. Das Foto, ja, der rote Feuerring, der Vorhof zur Hölle, hat den Heino Falke, glaube ich, genannt. Wahnsinn, war ein tolles Bild. Ich glaube, jedem Wissenschaftler, der ein bisschen versteht, wie dieses Bild gemacht wurde, dass Teleskope auf der ganzen Welt zusammengeschaltet wurden, dem geht's Herz auf. Also Wissenschaft schafft Wissen, ist höchst relevant. Ja, wir wissen, finde ich, fantastisch, unglaublich viel über das Universum zum Beispiel. Und wir definieren uns darüber, dass wir das Wissen wollen. Ja, wir wollen herausfinden, wie Sachen funktionieren. Ja, mich interessiert dabei überhaupt nicht, interessanterweise, warum irgendwas passiert. Ja, also die Frage nach dem Warum ist aus meiner Sicht nicht so richtig Teil der Wissenschaft. Es ist eher eine philosophische oder vielleicht eine metaphysische Frage. Unser nächstes großes Projekt, an dem wir jetzt schon arbeiten, heißt CTA, Strength of Telescope Array. Das sind Teleskope zur Messung kosmischer Gammastrahlung. Die Atmosphäre schützt uns davor, indem sie die Strahlung absorbiert. Ja, ähnlich wie ein Turmspringer, der ins Wasser springt und dessen schnelle Bewegung dann sofort vom Wasser aufgenommen wird und er dadurch abgebremst wird. Genauso macht die Atmosphäre das, indem sie die Strahlung absorbiert. Und dieser Absorptionsprozess ist ein sogenannter Schauer. Und wir machen mit unseren Teleskopen ein Bild von diesem Absorptionsprozess. Das heißt, wir haben tatsächlich Teleskope, die nicht ein Objekt ganz weit weg beobachten, sondern die beobachten die Atmosphäre, um dann aus der Richtung von dem Absorptionsprozess auf das Objekt ganz weit weg rückschließen zu können. Ja, und das sind die Teleskope, die wir im Moment planen und dann bald aufbauen, sodass wir in 5 Jahren in Chile und auf La Palma den Betrieb aufnehmen können. Es sind Forscher auf der ganzen Welt involviert. Wir haben mehr als 1000 Wissenschaftler in dieser Forschungskollaboration aus mehr als 25 Ländern und arbeiten zusammen über Ländergrenzen, über politische Konflikte hinweg. Während des Kalten Krieges haben da russische mit amerikanischen Wissenschaftlern zusammengearbeitet und es hat funktioniert. Es ist nicht, im Moment nicht überall so, dass Wissenschaftler frei agieren können. Ja. Es gibt nicht überall ein Grundgesetz wie hier in Deutschland, in dem steht, dass die Wissenschaft frei ist. Ja. Dafür lohnt es sich auch heutzutage zu kämpfen in dem Sinne, als dass wir das weitermachen müssen. Ja. CTA ist für mich aus zwei Hauptgründen ein ganz tolles Projekt. Ja, der erste Grund ist, dass wir innerhalb der nächsten 5 Jahre anfangen werden. Ja, der zweite ganz wichtige und echt total aufregende Aspekt ist, dass CTA eine Mischung ist aus wissenschaftlichen Fragestellungen, wo wir genau wissen, dass wir die beantworten können. Ja, da wissen wir die Antwort zwar noch nicht, aber wir sind uns absolut sicher, dass wir das machen können mit diesen Teleskopen. Andererseits gibt es aber auch Fragestellungen, mit denen wir ins komplett Unbekannte gehen. Ja, also wir fragen uns, was ist die dunkle Materie des Universums? Und es besteht die kleine Möglichkeit, dass wir da mit CTA eine Antwort drauf finden. Ja. Wissenschaft ist auch immer Technologieentwicklung. Ja, wir treiben Entwicklungen voran, wenn es eine Fragestellung gibt, die neue Technologien braucht. Ja, also das WWW, ein Teil des Internets, wurde am CERN entwickelt, um Kommunikation zwischen zwei wissenschaftlichen Standorten zu erleichtern. In unserem Bereich der Wissenschaft entwickeln wir Technologien im Bereich der Lichtsensoren zum Beispiel oder Computeralgorithmen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Wir publizieren offen, wir stehen dafür, dass das Wissen, was wir erschaffen, allen zugänglich gemacht wird. Ja, da liegt auch der Nutzen für die Gesellschaft. Ich bin alles losgeworden, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich habe ja vermittelt, oder, dass ich Spaß hier habe. Ich wäre relativ dankbar, wenn ich hier sein darf und es sehr spannend finde, welche Fragen wir beantworten dürfen.